Die Polizei rückt näher und stürmt eine Jugendstilvilla in Frankfurt. Der Vorwurf, einer der größten Betrugsskandale der Bundesrepublik. Die Angeklagten, zwei junge, gut aussehende, testogetriebene Männer, Jonas Köller und Stefan Schäfer. Dieser Tag markiert das Ende ihres kometenhaften Aufstiegs, der eigentlich ein reines Meme ist. Wir wollten Milliardäre werden, wie wahrscheinlich einige von euch auch. Doch 11.000 betrogene Anleger und 240 Millionen verlorene Euro später bleibt davon nicht mehr viel übrig. Zu dem Zeitpunkt sind sie erst 30 und 33 Jahre alt, aber wie genau haben sie die Leute abgezogen? Und es ist nicht nur ein Betrug, sondern auch eine krasse Blamage für sonst so seriöse Institutionen. Aber wer sind die beiden Jungs, denen tausende Anleger ihr Geld anvertraut haben? Müssen ja eigentlich vertrauenswürdige Burschen gewesen sein. Da gibt es einmal Jonas Köller. Er wächst in einfachen Verhältnissen auf. Sein Vater ist Krankenpfleger, seine Mutter gelernte Krankenschwester. Die leben in einem bescheidenen Haus in Großheubach bei Aschaffenburg. Köller verlässt die Schule mit dem Fachabitur, aber schnappt sich später einen Doktortitel, ohne jemals studiert zu haben. Also zumindest behauptet er das. Nichtsdestotrotz sagt man, dass er der kluge Kopf des Unternehmens sei. Stefan Schäfer hingegen ist jemand, der zwar schnell kapiert, es ihm aber trotzdem an Allgemeinwissen mangelt. Ein Kumpel bezeichnet ihn als Proleten mit Rechtschreibschwäche und breit gebaut ist er auch. Er hat eine ziemlich harte Kindheit und leidet unter der Trennung seiner Eltern, also zumindest erzählt er das jedem. Aber er macht das Beste draus. Sein erstes Geld verdient er ganz klassisch. Markenklamotten auf eBay verkaufen und dann in ein Sonnenstudio investieren. In ihrer Jugend treffen die beiden Masterminds dann aufeinander. Sie verstehen sich recht schnell. Der jüngere Jonas ist sehr beeindruckt von Stefan, der angeblich zu diesem Zeitpunkt schon durch diverse Business-Aktivitäten ein Porsche fahren kann. Ein weiterer Grund ist ihr gemeinsames Mindset. Das hier hat nämlich mal Jonas in einem Coaching als sein Lebensziel definiert. Die Originalpapiere wurden damals dem Spiegel zugeschickt. Ich habe mehrere Millionen Euro, ca. 100 Millionen, bin überall angesehen, beliebt und respektiert. Also, man kennt sich, man schätzt sich und man hat dieselben Ziele. Und so überlegen sich beide, wie man am besten am meisten Geld verdienen kann. Und es beginnt ganz harmlos. Wie viele erfolgreiche Menschen wollen sie in die Immobilienbranche, aber nicht auf die klassische Weise. Sie haben sich einen speziellen Plan ausgedacht. Köller leiht sich Geld von einem Unternehmer aus dem Nachbarort. Damit kaufen sie ihre erste Wohnung. Der Trick bei der Sache, sie kaufen das Objekt bei einer Zwangsversteigerung und somit deutlich unter Marktwert. Kurze Zeit später verkaufen sie wieder und machen damit extremen Profit. So einfach und so schnell haben die beiden noch nie vorher Geld verdient. Geboren ist ihr Geschäftsmodell und ihre Firma, S&K. Sie wollen aber keine kleinen Brötchen backen. Ihre Vision ist sehr viel größer. Sie brauchen einen Hebel und das läuft über externes Kapital. Überzeugt von ihrer Idee, sammeln sie Geld von Privatanlegern ein. Mit schicken geschlossenen Fonds zu dem deutsche S&K Sachwerte, der 12% Rendite pro Jahr verspricht. Wow. Und um das Ganze noch seriöser darzustellen, fertigt man einfach einen hochwertigen Lederkatalog an, indem man seinen wertvollen Immobilienbestand mit schönen Bildern ablichtet. Aber die Kirsche on top, das Ganze ist TÜV geprüft. Aber dazu vielleicht später mehr, denn jetzt kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Kein potenzieller Investor kann mehr meckern, also muss man die Fonds nur noch verkaufen. Und das läuft über solche Werbevideos. Das Prinzip heißt, deutlich unter Verkehrswert kaufen. Darauf ist in Deutschland die S&K Unternehmensgruppe spezialisiert. Bei gleichbleibendem Marktwert erzielt S&K durch den Einkauf unter Verkehrswert einen deutlich höheren Rohgewinn als im herkömmlichen Immobilienhandel. Die Methode klingt für viele einfach wie genial. Erstens, sie kaufen die Immobilien ja aus Zwangsversteigerung. Das heißt, man kann sie vorher nicht besichtigen, man hat also ein hohes Risiko, aber man kann auch Glücksgriffe landen und dann eine Immobilie deutlich unter Wert bekommen. Stonks Nummer 1. Zweitens, sie teilen dann die Immobilien in mehrere Wohnungen auf. Ein altbekannter Trick, denn oft sind die einzelnen Wohnungen kumuliert mehr wert als das ganze Haus. Stonks Nummer 2. Und das sehen viele genauso. Die Leute kaufen die S&K-Fonds fast blind. Aber wie kann es sein, dass in so einem streng regulierten Markt wie dem Immobilienmarkt so etwas passiert? Man hört ja eigentlich immer, Deutschland ist total überreguliert. Wie ist sowas möglich? Die Antwort, der sogenannte graue Kapitalmarkt. Nun, es gibt verschiedene Arten von Kapitalmärkten. Es gibt, wie zu erwarten, den schwarzen Kapitalmarkt. Das ist alles, was die Bots euch hier in den Kommentaren versuchen zu verkaufen. Und den weißen Kapitalmarkt. Das sind seriöse Anlagen, die von der Bundesfinanzaufsicht beaufsichtigt werden. Der graue Kapitalmarkt ist dazwischen. Also alles, was nicht direkt illegal ist, aber auch nicht unter der Aufsicht der BaFin steht. Natürlich sind nicht alle Anlagen im grauen Kapitalmarkt per se unseriös. Hier fallen beispielsweise auch direkte Investments in Edelmetalle, tokenisierte Wertrechte oder Unternehmensbeteiligungen drunter. Aber natürlich auch Anlagen, die durch die fehlende Regulierung, sagen wir, den Ermessensspielraum sehr, sehr weit ausnutzen. Nicht zuletzt wegen so, ja, nennen wir es gerissenen Unternehmern wie unseren zwei Protagonisten, fordern Verbraucherschützer auch immer wieder, dass der graue Kapitalmarkt strenger reguliert werden muss. Das ist nämlich auch 2015 passiert,
als das Kleinanlegerschutzgesetz beschlossen wurde. Gut, ob das jetzt genau wegen unseren zwei Protagonisten in Kraft getreten ist, sei mal dahingestellt. Und was kommt raus, wenn der graue Kapitalmarkt und zwei ambitionierte und erfolgreiche Kleinkriminelle aufeinandertreffen? Ja, die geilsten Partys, die man sich vorstellen kann. Diese Privataufnahmen von der Party wurden dem Spiegel exklusiv zugeschickt. Am 30. Geburtstag von Jonas geht's so richtig ab. Mitgründer Stefan fliegt natürlich im Helikopter ein, um seinem Partner Jonas eine goldene Harley zu schenken. Und wer bereicht ihm das Geschenk? Ein Terminator-Double. Für Unterhaltung ist aufgesorgt. Da gibt's zum einen DSDS-Sieger Mark Matlock und DSDS-Dauerversager Menderes. Damit man die DSDS-Jungs aushalten kann, fließt der Champagner aus einer riesigen Methusalem-Flasche. Ja, das sind 6 Liter. Später abends gibt's dann noch was Süßes, das von einer fast nackten Dame serviert wird. In Kennerkreisen nennt man das auch Living Buffet. Aber Partys sind nicht das Einzige. Ihren Erfolg zeigen sie auch anders. Im Juli 2012 geht es per Privatjet für mehr als 40.000 Euro nach Afrika, wo sich Jonas einen Diplomatenpass vom Präsidenten von Gambia kaufen will. Und zwischendurch gönnen sie sich auch noch Motorräder im Wert von über 200.000 Euro und eine Menge Luxusautos. Zwei standesgemäße Porsche schlagen mit 375.000 Euro zu Buche. Sie sind da aber nicht egoistisch. Auch einige Freunde dürfen am vermeintlichen Reichtum von Schäfer und Köller teilhaben. Sie leasen 25 Nobelkarossen wie Ferrari, Aston Martin, Porsche, BMW, Mercedes im Wert von fast 1 Million Euro. Zwischendurch geht's dann noch für mehr als 50.000 Euro nach Las Vegas und für fast 75.000 Euro mieten sie sich eine Loge im Stadion von Eintracht Frankfurt. Ein Leben auf der Überholspur, von dem wahrscheinlich der ein oder andere so träumt. Aber wie verkaufen diese zwei laufenden Memes ihre Fonds eigentlich an Tausende von Anlegern? Nun, mit System. Die Fonds werden natürlich nicht nur von unseren zwei Schambolzen vertrieben. Es gibt Dritte, die sie dabei unterstützen und diese sind nicht ganz unwichtig. Man kann die S&K-Fonds Ende der 2000er bei manchen Sparda-Banken und Sparkassen kaufen. Natürlich mischen auch die klassischen Strukturvertriebe damit. Die Berater sind sich meist einig. Das Konzept ist innovativ, aber vor allen Dingen lukrativ. Die Flyer werden mit bis zu 146% Rendite in nur 5 Jahren. Aber kann man wirklich so viel Geld nur mit dem Auf- und Verkaufen von Zwangsversteigerungen machen und mit dem Aufteilen in kleinere Wohneinheiten? Ja, in Wirklichkeit gab es da noch ein paar kleine, aber feine Unterschiede. Angefangen mit den Renditeversprechen. Die waren natürlich komplett überhöht, aber in Zeiten wie damals suchten die Anleger händeringend nach Anlageoptionen. Dann die Hochglanzkataloge. Da standen teilweise Gebäude drinne, die man noch gar nicht erworben hatte. Also fake it till you make it mäßig. Dann war da ja auch noch der TÜV-Stempel, mit dem geworben wurde. Naja, also der TÜV sagt, dass die gar kein offizielles Siegel benutzt haben, aber gut, war halt irgendwie trotzdem da. Der größte Punkt, die Gelder der Privatanleger wurden zu anderen Zwecken als vorgegeben verwendet. Da werde ich sehr allergisch und sehr vorsichtig. Es sollen sogar Fondsgesellschaften erworben worden sein, um unrechtmäßig auf Anlegergelder zugreifen zu können. Damit wurde dann... ja, was auch immer gemacht, hat nur nicht so investiert wie vorgeschrieben. Manche sprechen sogar von einem Schneeballsystem. Ein sehr viel größeres Chaos also, als die hübschen Kataloge der Boys vermuten ließen. Das geht natürlich nicht für immer gut, gerade wenn man so in der Öffentlichkeit auftritt und gleichzeitig die Anleger auf ihr Geld warten. Gut, ihr fragt euch wahrscheinlich schon, wie die ganze Masche funktionieren kann, dass da so große Banken mitmischen und die Fonds TÜV-zertifiziert sind. Nun, der Clou ist, die Banken sind sich natürlich der potenziellen Risiken von solchen Produkten wie den S&K-Fonds vom grauen Finanzmarkt bewusst. Aber Risiko ist ja auch gleich Rendite. Und das heißt für die Banken auch dicke Provision beim Verkauf solcher Fonds. Also hat man den Vertrieb an Subunternehmen quasi outgesourced, deren Mitarbeiter zwar im selben Gebäude wie die Banken sitzen und für den Normale auch eigentlich genauso aussehen wie jeder andere von der Bank, aber in Wirklichkeit bei Enkelgesellschaften, also nochmal eine Stufe unter Tochtergesellschaften, arbeiten. Damit dribbeln die Banken mögliche rechtlichen Konsequenzen. Wie sagt man so schön, die Bank gewinnt immer. Das mit dem TÜV lief da viel einfacher. S&K beauftragt den TÜV, ihre Zahlen zu prüfen. Damit diese aber auch die richtigen Zahlen aus ihrer Sicht beim Ergebnis nennen, helfen sie mit über 92.000 Euro nach, die an den TÜV fließen. In den Ermittlungen wird dies als Gefälligkeitsgutachten beschrieben. Ein Insider hat den Ablauf folgendermaßen beschrieben. S&K hat den TÜV kontaktiert, diese haben dann auch pro forma mehr oder weniger einen Mitarbeiter in die Büros geschickt, der dann ein bisschen rumgerechnet hat und daraufhin wurde dann auch das Zertifikat einfach ausgestellt. Im Endeffekt hilft die ganze Fassade aber auch nichts, wenn das Kernprodukt Schrott ist. Am 19. Februar 2013 beginnt die Razzie und das Spiel ist aus. Könnte man meinen, wenn da nicht noch der berühmte Fenstersprung wäre. Die Staatsanwaltschaft ermittelt die Höhe des Betrugs auf 240 Millionen Euro. 11.000 Anleger sollen um ihr Geld gebracht worden sein. Als das Ausmaß des Betrugs den beiden Jungs erkenntlich wird, entscheidet sich Stefan Schäfer für eine andere Strategie.
Was er sich dabei gedacht hat, weiß keiner so genau. Wahrscheinlich er selber auch nicht. Während der Verhandlung im Gericht steht er auf und fängt an zu rennen und springt aus dem Fenster. Naja, das Ganze war zum Glück nur im ersten Stock, aber er wird trotzdem verletzt, hat aber keine bleibenden Schäden. Auch sonst läuft der Prozess alles andere als reibungslos. Insgesamt dauert der Mammutprozess über 1,5 Jahre. Der Staatsapparat ist hoffnungslos überfordert mit der Komplexität des Falles und zu manchen Zeiten scheint es sogar so, als würde es einen Freispruch geben, einfach weil die Staatsanwaltschaft nicht mehr durchblickt. Während der gesamten Zeit sitzen unsere beiden Protagonisten in U-Haft. Über 1,5 Jahre. Naja, aber wie sich herausstellt, ja dann doch berechtigt. Beide werden wegen Untreue und Anstiftung zu derselben zu mehr als 8 Jahren Haft verurteilt. Aber schon 2019 wird Schäfer frühzeitig aus seiner Haft entlassen und Köller legt Revision ein. Es kann also gut sein, dass euch bei einem zukünftigen Spaziergang durch Frankfurt oder Ibiza ein grinsender Ferrari-Fahrer entgegenschaut, der eine der dicksten Scams Deutschlands durchgeführt hat. Ob die Jungs noch irgendwo ein bisschen Kleingeld versteckt haben, kann schon sein. Werden wir es jemals herausfinden? Wahrscheinlich nicht. Bleibt also nur zu beobachten, welche tollen neuen Unternehmungen die beiden Jungs in Zukunft an den Start bringen. Wo gehen Sie jetzt hin? Verrate ich Ihnen nicht. Wenn ihr jetzt noch Bock auf mehr Finanzcontent habt, dann schaut auch mal gerne beim neuen Kanal von Funk rein. Bei Was kostet die Welt geht es ein bisschen, ja, gesitteter dazu als bei uns. Die schauen sich gerade an, ob wir wirklich in der Rezession stecken. Hier ist noch ein anderes Video von uns. Ciao.